Ja, ich bin jetzt 12 Tage nach der Knieverletzung, nach dem Seitenbandeinriss. Ich muss wirklich sagen, mir geht es sehr gut. Möchte mich mal in erster Linie bei allen Physiotherapeuten und Betreuer bedanken, die was gleich von erster Stunde der Diagnose an mir mit mir gearbeitet haben, damit das Knie wieder ja, richtig gut wird. Wann es genau 100% wieder soweit ist, steht natürlich in den Sternen, aber ich fühle mich sehr gut. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Verlauf. Und es ist natürlich jetzt ein bisschen eine andere Vorbereitung. Der Saisonstart findet leider ohne mich statt, wo ich wirklich sehr, sehr gerne nach Polen gekommen wäre und natürlich gleich in der Olympiasaison von Anfang an dabei gewesen wäre. Aber man muss das so annehmen, wie es ist. Und ja, ich werde jetzt Ende November ungefähr um den 25. wieder versuchen, Ski zu springen in Österreich und dann mich Schritt für Schritt zurücktasten zur Weltspitze. Und wenn ich dann schlussendlich in den Weltcup einsteige, steht eigentlich noch ein bisschen in den Sternen her. Es gibt genauso die Gesundheit, das Knie vor, aber ich bin wirklich sehr guter Dinge. Ich freue mich, wenn ich wieder auf der Schanze stehen darf. Und ja, bis dorthin steht natürlich Training, Reha, Physiotherapie im Programm. Das Gewohnte, was ich die letzten Monate des Öfteren gehabt habe, aber es ist trotzdem nach wie vor für mich ganz was Besonderes und mir macht es riesen Spaß. Im ersten Moment, wenn man im Schnee wieder liegt, wenn das Knie schmerzt, wenn das Knie sticht, klar, dann denkt man sich, pff, wieso jetzt schon wieder, wieso passiert es jetzt schon wieder. Aber in dem Moment, wo man dann eigentlich die Diagnose bekommt, was jetzt los ist, wo man ein bisschen Sicherheit kriegt, dass Gott sei Dank nicht viel passiert ist, ja, hat man eh schon wieder einen anderen Plan im Kopf. Und von dem her ist es natürlich nie ideal, eine Verletzung für einen Athleten, egal wann es passiert. Aber ich bin in erster Linie sehr dankbar und froh, dass die Gesundheit nach wie vor da ist, dass es nicht extrem ist. Und das Einzige, was sich halt verändert hat, ist der Zeitpunkt, wann ich wieder einsteigen darf. Und genauso die Zeit werde ich mir auch nutzen.